Hallo YouTube, willkommen wieder zu einem neuen Video von mir, von Clank Marco. Heute geht es um das Spiel Worms 2 Open Warfare. Habe es mir um 9,99 € gekauft beim Libra. Ja, es ist die PSP Essential Version. Gut, was steht hier alles um? Komplett in Deutsch, PEGI ab 7. Publisher ist THQ noch mit dem alten Logo. Das Cover sieht ganz cool aus. Ja, also, der Wurmkrieg bricht aus. Die Würmer kämpfen sich in berühmten oder weniger berühmten Schlachten durch die Weltgeschichte. Vom Wurmhüten und Siegestänzen bis hin zu den Teamflaggen kann alles personalisiert werden. Nutze den umfreien Level-Editor, um das ultimative Schlachtfeld zu entwerfen. Brandneue Spielzüge für unbegrenzten Spaß. Wähle zwischen Kampagne, Rätsel, Festungen, Rennen und vielem mehr. Die Auswahl umfasst 11 zusätzliche Waffen und Geräte, einschließlich Elektromagnet, Boomerang und, was ist das? Punkerbombe. Okay. Gut. Es kann bis 1 bis zu 4 Spieler gespielt werden. 576 kb Minimum, Wireless Compatible, 2 bis 4 Spieler und Game Sharing. Okay, das Spiel ist 2007 herausgekommen. Gibt es auch einen ersten Teil, aber ich habe mir den zweiten mitgenommen. Keine Ahnung wieso. Ja, dann packen wir es mal aus. Alles ein bisschen schwer. Aber ja. Jetzt ist es endlich runter, machen wir es auf. Okay, hier sehen wir schon mal die CD. Halt die UMT. Ja, also nichts Berühmtes, nichts Besonderes. Hier die Anleitung. Das Cover. Hinten schwarz. Schwarz-weiß, wie immer halt. Kenne deine Waffe. Also hier sind die Waffen beschrieben und so. Ja, also nichts Besonderes. Ja, also hier das Inhaltsverzeichnis. Bevor es losgeht, Steuerung. Bildschirmformation, Einzelspieler, Wireless, Mehrspieler, kenne deine Waffe, bearbeiten, laden und Kundenservice. Ich lese euch noch kurz was vor. Worms Open Warfare 2 ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem einzelne Teams ihre Konflikte in zufällig generierten Landschaften aus den unentschiedlichen Epochen austragen. Die Teams müssen der Reihe nach die gegnerischen Würmer erledigen und können dabei auf verrückte Waffen, schlaue Taktiken und alles, was ihnen in die Hände fällt, zurückgreifen. Die Würmer sterben, wenn sie ihre Gesundheit vollständig verlieren oder ertrinken. Das letzte Team, das am Ende übrig ist, wenn die Staubwolken sicher wieder lichten, gewinnt. Achte bei deinen Kämpfen auf neue Funktionen wie Elektromagnete, Wachkanonen und einzigartige Ereignisse, die alles für die es für alle Themen gibt. Okay. Also Worms Open Warfare 2. 10 Euro kann man eigentlich nicht sagen. Ich meine, ich mag Worms 3D und Worms, wie heißt das andere schnell? Keine Ahnung. Ich glaube Worms 4, ich weiß es gerade nicht. Aber ja. Naja, also kann man sich holen. Hier noch der Rücken. Mit dem neuen PSP-Logo. Ja. Dann sage ich wieder danke fürs Zusehen. Kommentiert und bewertet. Man hört und schreibt sich. Ja. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Clank Marco.